Du bist jetzt auch schon gut im Hamburger Amateurfußball rumgekommen. Stationen wie Wiki, Teutonia, Altona, alles in deiner Vita drin. Du bist jetzt bei Paloma. Wie wurdest du in der Mannschaft aufgenommen? Wie fühlst du dich dort? Du hast, glaube ich, jetzt ein Tor, drei Vorlagen in drei Spielen. Soweit ich weiß, erzähl mal. Wie kam der Kontakt zustande? Nur ein bisschen, damit unsere Epic-Community da auch mal ein bisschen reinhorchen Ja, kann. ich war in der Türkei unterwegs ein bisschen und habe mich dann da nicht für einen Verein entschieden und wollte den Weg wieder hier in Deutschland gehen und war dann halt 2 Tage vor Ende der Transferfrist vereinslos. Und dann kam Paloma halt zu Gespräch und hat eigentlich ganz gut gepasst so. Also ging relativ schnell. Es war, glaube ich, so eine 24-Stunden-Aktion. Das Konzept hat mir gefallen und Steffen hat mir sehr viel Vertrauen geschenkt, sage ich mal. Er kam sehr, sehr gut im Gespräch rüber. Wieso bist du nicht irgendwo in die Regionalliga gegangen? Du hattest ja auch etliche Anfragen aus der Regionalliga. Ja, es war wie gesagt sehr, sehr spontan und Regionalliga hatte schon eigentlich überall vollen Kader. Deshalb war es auch schwierig, dann irgendwo unterzukommen. Und wie ich mich auch auskenne, so ein bisschen, ist das halt auch unnormal schwer, wenn man letzten Tag dann dahin wechselt. Die Jungs haben schon Vorbereitungen hinter sich, waren im Trainingslager irgendwo unterwegs. Ja. Dann braucht man halt nochmal 3, 4 Wochen, um halt auf dem Level zu sein, wo die Jungs dann schon so sind. Das stimmt. Und da die Rückrunde jetzt sowieso nicht so lang ist oder nicht so lange sein sollte, ja, hat das für mich keinen Sinn gemacht, nochmal in die Regionalliga so kurzfristig. Du hast eine sehr, sehr interessante Vita aufzubieten. Unter anderem warst du damals in Italien zum Probetraining. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Ich glaube, das ist sehr, sehr interessant für viele junge Spieler vor allem, wie halt so ein Schritt auch möglich sein kann. So wie man das kennt, Fußball ist halt ein Kontaktgeschäft, finde ich so. Ja. Und da kam ich halt mit einem Berater in Kontakt, der mir den Weg ermöglicht hat. Ja. Dass es am Ende nicht geklappt hat, lag vielleicht auch ein bisschen an mir, dass ich damals nicht so reif genug war, den Weg wirklich nach Italien zu machen und da dann auch zu bleiben. Also ich war in Italien, aber ich wollte da nicht mehr bleiben. Und so kam ich dann wieder zurück. Aber wenn ich das jetzt einmal so Revue passieren lasse, dann bereut man das schon, dass man so naiv war, beziehungsweise nicht reif genug. Ja, das ist natürlich schade. Ich wurde gerade 18 oder so, also es war schon ein Riesenschritt. Wenn Warst du auch man noch hier jung? Hamburg, Großstadt, Familie, Freunde, alle hier. Hast du denn jemanden, mit dem du im Nachwuchs gespielt hast, der es geschafft hat? Ja, Jonathan, auf jeden Fall. Welch? Tah. Jonathan Tah? Altona 93 haben wir zusammen gespielt gehabt. Ja, guck mal, und Und jetzt. in der Auswahl und im Stützpunkt und sowas. Sehr geil. Jonathan ist, glaube ich, für jeden ein Name. Jonathan Tah. Deutscher Nationalspieler, Und auch Okan darf man auch nicht vergessen, ist ja auch ein Junge aus der Gegend, ne? Kennt Okan man ja auch. Kurt darf man auch nicht Genau. vergessen. Könntest du dir denn vorstellen, nochmal in die Regionalliga zu gehen? Du bist auch noch jung. Nee, ich möchte auf jeden Fall höher. Ja. Also das ist schon das Ziel, ja. Was war denn für dich das schönste und geilste Derby, was du je spielen gespielt hast oder je spielen durftest? Ich würde jetzt sagen, als ich bei Wiki gespielt habe gegen Altona, aber da lagen wir zur Halbzeit 5-1 hinten. Also ich glaube, das war nicht das Schönste für mich. Ja. Aber ich glaube, Teutonia gegen Altona Oberliga. Bei Teutonia. Da war Altona, glaube ich, mit knapp 2.000, 3.000 Fans da. Ja, ist geil. Ja, Geile auf Erfahrung. jeden Fall. Wer war denn bis jetzt der geilste Trainer, den du je hattest? Ich würde sagen, da kommt jetzt Steffen und ja, Steffen kommt da schon Also dein ganz jetziger oben. Trainer, dein jetziger Ja. Paloma-Trainer? Der ist Was macht? menschlich und fußballerisch auf einem anderen Niveau, auf jeden Fall. Also passt das da auch zwischen euch beiden? Ja, Ja, das ist ja schon mal gut. allgemein das Funktionsteam bei Paloma ist unglaublich. Also für die Leute, die sich nicht so viel auskennen oder für die Leute, die Paloma jetzt nicht verfolgen. Ja. Paloma hat einen Co-Trainer, zwei Co-Trainer, einen Torwarttrainer, einen Athletiktrainer, Trainer, na klar, Physios. Also vom Funktionsteam ist das wirklich schon Regionalliga-reif, ja. Wenn wir jetzt beim besten Trainer waren, wer war denn dein strengster Trainer? Mein strengster Trainer war tatsächlich mein Vater. Der ist bekannt dafür, dass er Sachen durch die Gegend, durch den Platz wirft. Wo siehst du dich in 2 bis 3 Jahren? Entweder habe ich das mit dem Traum Fußballprofi aufgegeben und kick hier Oberliga, Regionalliga oder in der Türkei. Das wäre Türkei.
Also die türkische und die holländische Ligen sind so meine Lieblingsligen. Und es wäre so ein Traum für mich, da zu spielen. Also besteht der Traum nach wie Ja. vor wirklich auch in einem professionellen Genau. Umfeld zu spielen und damit Ja, auch also Geld zu verdienen? das darf man nicht, nicht verwechseln. Professionellen Umfeld bedeutet ja schon ab dritte Liga. Dritte Ja. Liga ist für mich jetzt kein Traum. Also Okay. die Option hatte ich ja jetzt auch im Winter in der Türkei. Ja. Aber das jetzt nicht das Wahre. Ja. Also wirklich erste Liga Türkei oder erste Liga Holland. So, das sind so die zwei Träume. Was ist deine größte fußballerische Stärke und was ist deine größte Schwäche? Meine größte Schwäche Ja. sind, glaube ich, meine Emotionen. Ja. Und meine größte Stärke sind auch meine Emotionen. Warst du in der Hamburger Auswahl, wird gefragt. Ja, tatsächlich. Ich sage aber auch so, ist nicht immer zwingend notwendig, in die Hamburger Auswahl Nee, also es ist reinzukommen. bisschen gehypt gewesen Und damals. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist, ja. aber muss nicht sein. Also an alle, die jetzt nicht momentan Hamburger Auswahl spielen, aber trotzdem zum Profi, ja, Fußball irgendwie das schaffen wollen, geht weiter Gas. Das hat nichts zu bedeuten und ja, ich glaube, ausschlaggebend sind die Jahre 15, 16, 17, 18. Wenn man da wirklich an sich arbeitet und Gas gibt, dann schlägt auch Fleiß Talent. Das mussten, glaube ich, auch viele erfahren. Richtig. So, und ja, das Sprichwort stimmt dann leider auch. Ja, ich glaube, das war ein guter Schlusssatz. Vielen, vielen Dank, Fokan, dass du dabei warst. Kein Vielen Dank an die Problem. Epic Community, dass ihr dabei wart. Wenn ihr ein Like hinterlasst, ein Follow auf der Seite von Fokan, würde ich mich bestimmt auch freuen. Ja, Fokan, vielen Dank und Mach's gut. bis dann, mein Lieber. Ciao, ciao. Ciao.